Leute, was geht? Mein Name ist Classic und nein, heute gibt es kein 5000 Abo-Special, aber trotzdem danke, dass ihr das Video angeklickt habt, was mich sowieso wundert mittlerweile. Und zwar, ich komme einfach mal direkt zum Thema. Ich sag mal, es kotzt mich an, bin jetzt mal ganz ehrlich, ich habe 5000, was weiß ich, 200 Abonnenten, es werden immer mehr und die Klicks gehen zurück, die Likes gehen zurück, die Kommentare gehen zurück, aber warum werden die Abonnenten mehr? Okay, ich kann mir das eigentlich ziemlich simpel erklären, ob dieses GTA-Video, wo ich dieses kleine Kind verarscht habe, das hat mittlerweile über 102 oder über 135.000 Klicks schon. Okay, dann kommen wahrscheinlich da die ganzen Abonnenten her, aber die restlichen, die Videos noch schauen, was ist mit euch los? Ich meine, ich schreibe sogar voll vielen auf Facebook, immer wenn ich ein neues Video habe, ich beantworte die Fragen meistens so schnell ich kann in Facebook und ja, manche sind auch echt voll nett von euch und ich verstehe mich echt super, aber trotzdem frage ich mich halt, warum habe ich 5000 Abonnenten, aber spüre davon eine gute 500 bis 1000, wenn überhaupt. Ich meine, von den Likes, meine Videos haben, das Neue, was ich hochgeladen habe, hat mittlerweile 22 Likes. Wow, so viele hatte ich auch, wo ich 1000 Abonnenten hatte. Oder sogar weniger. Da haben nämlich meine Freunde auch noch die Videos angeschaut und so. Mittlerweile schauen die jetzt nicht mehr, weil, keine Ahnung, ich habe mal gesagt, ja, kannst du mal schauen, ja, hier einen Daumen geben und so. Also die haben es mehr geliked und so, weil die eigentlich mit Zocken nichts am Hut hatten. Aber haben sie halt doch manchmal angehört. Manche fanden es ganz interessant, was ich so zu erzählen habe, haben halt dann das Gameplay weggeklickt. Wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, das Gameplay interessiert mich eigentlich auch ein Scheißdreck. Also, ich bin jetzt einfach ehrlich und ja. Deswegen seht ihr auch keine Gameplays von mir. Erstens reiß ich nicht jetzt so was Überkrasses. Bin jetzt hier gerade im Black Ops 2 hier. Ich schau mal kurz meine Quote. 1,30 mit 42.000 Kills. Das ist jetzt eine ganz normale Quote, würde ich mal sagen. Meine Lieblingswaffe ist die MSMC. Denkt ihr, hä, warum? Jeder hat doch die AN. Nein, ich habe die MSMC. Dann habe ich die Remington, dann die MP7, dann die Elsat. Dann die AN an 1, 2, 3, 4, 5. Stelle erst. Ich bin einfach nicht so der Typ, der mit den Waffen spielt, die jeder spielt. Ich will einfach was Exotisches spielen, sag ich mal. Deswegen auch die Remington. Und die Remington finde ich einfach extrem geil. Und von daher spiele ich die Remington. Und ja, auf jeden Fall wieder, um aufs Thema zurückzukommen. Ich finde es einfach scheiße, dass ich 5000... Warte, ich schaue jetzt einfach mal auf meinem Channel. Ich schaue jetzt einfach mal drauf. So, war mal in YouTube hier. Und 10 Informationen habe ich schon wieder. Das kommt bestimmt alles von dem GTA-Video. Schau mal. So, ich habe 5227 Abonnenten. 385.734 Klicks. Verdammt viele Klicks. Da. Ein Kommentar, wo ich irgendein Lied gesagt habe. Ja, das erinnert mich an SSX. Dann auf mein neues Video sogar. Ein aktiver Abonnent. Danke an dich. Dann über 5 Kommentare auf dieses GTA, die lese ich gar nicht mehr durch, weil die mich nicht interessieren und weil ich einfach nicht am Tag 10 oder 15 Kommentare, weil ich nicht Bock habe, die alle zu beantworten. Ist halt einfach so, mal. Ja, da wieder eins aufs neue Video. Da hat jemand meinen Kommentar geliked. Da hat auch jemand meinen Kommentar geliked. Wieder mein Kommentar geliked. Dann, ja, die liken eigentlich nur meine Kommentare mittlerweile. Und ja, von daher finde ich es irgendwie ein bisschen schade, dass ich so viele inaktive Abonnenten habe. Und da einfach jetzt eine Bitte an euch, wenn euch meine Videos nicht interessieren, ihr könnt mich gerne deabonnieren. Also bitte, mir ist es ehrlich gesagt, lieber habe ich weniger Abonnenten und die sind aktiv, lieber habe ich 1000 und die sind aktiv, anstatt dass ich 5000 habe und davon sind 4000 inaktiv oder wahrscheinlich auch noch Subbots. Ganz ehrlich, es kann doch nicht sein, dass ich so viele habe und letztens sind schon 100 Abonnenten weggegangen. Ich denke mal, das waren Subbots. Von daher, danke an dich, an den tollen Mensch, der mir die Supports gekauft hat. Du hast mir sehr viel geholfen, nicht. Und auf jeden Fall kotzt mich das, wie gesagt, einfach nur noch an. Ich setze mich hier hin, ich mache ein Video. Ich arbeite zurzeit echt total viel. Heute habe ich jetzt zum Glück mal frei. Einen Tag in der Woche. Ich muss Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag arbeiten. Und nächste Woche Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ich habe einen Tag in der Woche frei und arbeite zwischen 8 und 12 Stunden am Tag. Und es ist echt teilweise so eine Überwindung, so ein Video zu machen, weil du teilweise wirklich schlecht gelaunt bist und so. Und ich mache kein Video, wenn ich schlecht gelaunt bin. Außer jetzt, weil ich einfach mal meine Meinung euch sagen will und weil es mich einfach ankotzt. Und ja, vor allem, ich kann kaum noch zocken, dann, ja, warum machst du keinen Livestream? Weil ich keine Zeit habe zum Beispiel. Also, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr irgendwie mir zeigen wollt, dass ihr ein aktiver Abonnent seid, dann, keine Ahnung, like das Video, lasst einen Kommentar da, dass ihr irgendwie aktiv seid oder schreibt mir in Facebook, dass ihr aktiv seid und dann kann ich ja mal so ausrechnen, wie viele Aktive ich wirklich habe. Ich wette, ich komme nicht mal über 100.
und einen Klick sehe ich schon, 200, 300 Klicks auf ein neues Video, was ist denn das bitte? Ich weiß, viele wollen GTA sehen, aber GTA ist halt, beansprucht einfach mehr Zeit, als jetzt so ein Commentary aufzunehmen, und ich habe halt diese Zeit einfach nicht. Und von daher kann ich jetzt nur diese Commentaries aufnehmen, und ja, ich hoffe mal, ich kann euch trotzdem unterhalten. Und ja, es werden auch, vielleicht wird heute noch ein anderes Video kommen. Und auch so zum 5000 Abo Special. Ihr könnt mal schauen, was euch so interessieren würde. Ich hätte da eigentlich eine ganz coole Idee, dass ich so erzähle, wie ich angefangen habe mit Zocken und so, meine komplette Geschichte. So, es kann dann auch mehrere Parts sein, über von GameCube, über was weiß ich, über PlayStation bis hin zur Xbox, über den DS. Schieß mich tot. Und ich glaube, es wäre ein ganz cooles Abo-Special, so einfach wie ich dazu gekommen bin. Aber naja, ich sage jetzt einfach mal, ich will mindestens 250 Likes haben. Und das schaffe ich sowieso nicht. Von daher, also ich bin mir 99,999% sicher, dass ich keine 250 Likes schaffen werde. Niemals. Weil wenn ich um 150 frage, 100, einmal habe ich es geschafft. Und dann habe ich nochmal um 100 gefragt. Nein, es schaut niemand mehr. Zum Beispiel jetzt diese hohe Einsätze. Warum schaut ihr das nicht? Ich habe das erste Video gemacht, alle haben es voll gefeiert, 150 oder 160 Likes, und jetzt zwei neue Episoden, keine Sau schaut's mehr. Also für 100 Likes weniger, was ist denn mit euch los bitte? Also ich check's einfach nicht, mich würde es einfach mal interessieren, warum, was kann ich besser machen, was soll ich lassen, keine Ahnung, schreibt mir das bitte mal, weil ich weiß es einfach nicht, und es kotzt mich echt an, dass ich so viele Abonnenten habe und dann trotzdem keine aktiven habe. Ja, das war's dann auf jeden Fall von mir. Euch noch einen schönen Mittwoch. Ich habe jetzt dann gleich Fahrschule, zock jetzt noch eine Runde. Aber kein Black Ops 2, weil das kann man auch nicht mehr spielen mit diesen scheiß Tryhard und Snipern. Ich denke, ich verziehe mich wieder in MW2, da wo ich angefangen habe. Und, yo, haut's rein. Ciao.